Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Part von einem neuen Spiel mit mir. Wir spielen Gianna Sisters, ein Jump'n'Run mit sehr, sehr cooler Grafik und sehr, sehr coolen Features. Und ohne viel Gelaber legen wir auch direkt los. Ich muss gleich dazu sagen, die erste Welt habe ich schon einmal gespielt, um halt eben zu testen, ob das Spiel auch läuft. Sozusagen, Welt 2 habe ich noch gar nicht angefasst, wie man sieht. Und dann machen wir auch direkt los mit Welt 1.1. Glitzer! Juhu! So, also, wir besitzen hier dieses kleine Mädchen. Das ist Gianna. So, Aufgabe ist natürlich, wie man wahrscheinlich sich jetzt auch schon denken kann, halt eben hier diese Diamanten aufzusammeln. Und verdammt, möglichst auch alle, weil umso mehr Diamanten, umso mehr Sachen kriegen wir halt später dann auch freigeschaltet. Die Gegner sind auch ganz cool gemacht, sind alle One-Hit natürlich, einfach wie in jedem klassischen Jump'n'Run einfach auf den Kopf springen, die Gegner sterben. Und generell gibt es halt eben auch hier diese großen Diamanten, mit denen kann man Bilder in der Galerie freischalten im Spiel. Und da habe ich gefailt. Generell hat man normalerweise nur einen Hit. Also wenn man einmal getroffen wird, ist man tot. Und das ist unsere Schwester. Punk Gianna. Ich glaube zumindest, dass es unsere Schwester ist. Aber wäre logisch zumindest. Kannst dich verziehen. Fetter Drache. Danke. So, auf jeden Fall haben wir sie auch. Sie kann so eine coole Dash-Attacke, die ich total geil finde. Und ja, Q-Gianna kann halt eben diese Wirbelattacke, mit der man halt eben so langsam schweben kann. Ist auch ganz praktisch. Das hier ist halt eher dann was für die Schnelleren. Ach genau, da konnte ich wechseln. Ich weiß wieder, wie ich nochmal wechseln kann. Das ist doch schon mal besser als nichts. So. Natürlich wollen wir jetzt uns hier alle Diamanten schnappen. Das heißt, wir müssen dann einmal hin und her wechseln. Deswegen, also man muss ein bisschen nachdenken unter anderem auch, weil manche Rätsel kann man halt eben dann nur mit der Punk-Gianna und manche eben dann nur mit der Q-Gianna aufsammeln sozusagen. So. Und wie gesagt, das erste Level ist noch relativ easy. Ich kenne es halt eben jetzt auch schon, weil ich es halt eben angetestet habe. Aber ich denke mal, das soll mir verziehen sein. Na. Boah. Hilfe. Das war knapp. So. Generell der Soundtrack von dem Spiel, muss ich persönlich auch sagen, ist verdammt gut. Also wie ich zumindest finde. Und ich höre echt normalerweise ganz andere Musik. Also das gefällt mir echt verdammt gut, die Musik. Uah, da wären wir fast runtergefallen. Hier wollen wir rüber. Hier natürlich auch. Da geht's weiter. Und hier ist noch ein großer Diamant. Und dieses tolle Schloss, das ist der Zielpunkt. Hier wollen wir rein. Und wenn man halt eben dann alle Diamanten und Spezialkristalle gefunden hat, kriegt man halt eben dann auch 5 Sterne. Die Sterne selbst braucht man dann, um später irgendwo hier weiterzukommen. Genau, nämlich hier. Aber ich sag mal, wenn man in jedem Level ungefähr 2 oder 3 schafft, sollte man eigentlich das auch hinbekommen. Weil an sich ist das Spiel echt nicht unbedingt gerade so einfach. Aber das werden wir später noch merken. Achso, ja, gut. Ich bekomme jetzt erklärt, wie ich. Moment. Na? Ah.
Nee. Ach so, ja, gut, okay. Also, genau, wenn ich nämlich den Wirbel ansetze, kann ich erst einmal springen und dann habe ich nochmal so einen kleinen anderen Jump. Mit Punk Gianna können wir die Gegner auch von unten töten, das ist eigentlich ganz praktisch. Nein! Ich will auf jeden Fall alle mitnehmen, weil, wie gesagt, wir brauchen die später. Und das war blöd. Ich muss noch so ein klein wenig mit der Steuerung klarkommen, weil die ist so ein bisschen schon zum Umgewöhnen. Okay, da hätte ich wechseln müssen. Weil wir können, wenn wir diesen Wirbel benutzen, den hier, können wir währenddessen auch einfach wechseln. So war es nämlich eigentlich gedacht hier. Ja gut, dass ich diesen Dash kann, haben wir jetzt auch erklärt bekommen. Na, ich hätte gerne noch die zwei Diamanten, genau die. Bumm. Das finden wir auch alles. Das hier ist auch ganz lustig. Oh, nee, nicht so. Hallo? Ah, genau so wollte ich das. Oh, die Eulen, die haben wir so ein bisschen zerlegt. What? Ah, okay. Die gehen nur hoch, wenn wir in der Cute-Form sind. Hier kommen wir nur runter, wenn wir in der anderen Form sind. Hier will ich hoch. Weil so, das bringt glaube ich nichts, wenn ich das alles kaputt mache, also lasse ich es einfach. So. Ach so. Oh, das wusste ich nicht. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Weil wie gesagt, es ist noch relativ neu für mich selbst, das Spiel. Und, okay, da haben wir einen vergessen. Soll aber nicht so schlimm sein. Hoffe ich zumindest. Aber ich will die gelben dann noch hin. Halt, da ist auch noch ein gelber. Das war blöd. Ab zum letzten Speicherpunkt. Aber soweit ich weiß, bleiben zumindest die Diamanten gespeichert, die wir hatten. So, hier waren irgendwo doch auch die gelben, genau die hier. Und da wir jetzt eh gerade hier sind, hole ich mir jetzt auch noch den letzten blauen, den ich eigentlich eben schon haben wollte. Ah, ich wusste doch, hier ist noch irgendwo was. So. Genau. Dann haben wir hier alle. Ah, okay, runter dashen kann ich nicht. Wie gesagt, ich lerne gerade selbst noch ein wenig über das Spiel. So. Wollen wir hier? Nein! Ah! Dumme Gianna ist dumm. Richtig dumm. Aber egal. So. Jetzt können wir hier auch weiter. What? Tell me how. Ah, Moment.
Haha! Like this. Darüber, darüber. Und dann sind wir hier auch direkt schon richtig. Mal gucken. Oh, wir haben einiges verpasst. Ein Tod ist okay. Na, immerhin. Ein Secret, 4 Sterne. Ich bin zufrieden. Ich würde auch sagen, das war's für den ersten Part. Der nächste kommt dann auch die Tage. Bis dahin und ciao, ciao.